Leute, herzlich willkommen zu einem Display-Opening hier zu Clash der Rebellen. Auch wieder in der Pre-Release-Zeit, Leute, wir versuchen jetzt täglich Content rauszubringen zu dem neuen Set Clash der Rebellen, weil wir haben genug da, hoffentlich, ne, Dennis? Und was sagst du? Lass aufhetzen. Ja, würde ich auch einfach mal so sagen. Ne? Wir haben 36 Booster, wir haben ja jetzt schon 100 Stück einmal aufgemacht. Wir haben gestern ein Pre-Release-Kit-Display aufgemacht. Ich hoffe, ihr wart beim Stream dabei gestern. Und heute machen wir einfach mal 36 Booster auf. Das sind jetzt Preisbooster und Pre-Release-Kits. Das heißt, es wird wieder ein bisschen random quasi. Und ja, wir schauen einfach mal, was hier so Schönes bei rumkommt. Wir haben sehr schöne Karten. Wie gesagt, guckt euch die Openings an, vor allem das 100er-Opening. Das war on fire. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe einfach rein, bevor wir jetzt großartig hier rumlabern. Ne? Und dann schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so viele Karten noch nicht gesehen. Also das meiste haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Videos schon gesehen. Aber ja, wir schauen mal. Was würdest du gerne noch ziehen, Dennis? Eigentlich alles. Ich hätte gerne alles 20 Mal. 20 Mal? Ja, dann würde ich mal sagen. Oh, Olangar. Fängt schon mal gut an mit einer Holokarte Olangar. Ich glaube, die haben wir auch schon gezogen tatsächlich. Ja, Leute. Yes, haben wir auch. Schauen wir mal, was jetzt hier schön bei... Einmal, das heißt... Noch 18 Mal. 18 Mal. Viele Leute haben ja wieder gefragt, ey, Card Buddies, gibt es wieder ein 1000er Opening zu dem Set? Natürlich, es wird wieder ein 1000er Opening geben. Das werden wir hoffentlich auch am 1.5. dann streamen. Also wir haben es auf jeden Fall mal vor, das zu streamen. Und das wird es auf jeden Fall geben. Oh, Duren gerade. Die Karte kommen mir noch gar nicht bekannt vor. Sieht eigentlich ganz nice aus. Schönes Artwork. Und... ihr könnt die Sachen natürlich noch bei uns vorbestellen. Oh, Upside Down Inteleon. Nice. Fängt ja schon mal gut an. Nice, auf jeden Fall mal ein Hit. Sehr schön, Leute. Die guten Starter in V sind ja auch jetzt im Set mit dabei, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die ganzen Sachen noch vorbestellen. Die Sachen werden, haben auch viele Leute gefragt, der 1.5. ist natürlich jetzt ein Feiertag, Leute. Ne? Das heißt, die Karten werden natürlich nicht am 1.5. bei euch ankommen, aber die werden so verschickt, dass sie am 2. bei euch ankommen sollten, wenn DHL Kapalur ist. Wenn DHL alles schaffen sollte. Und das liegt nicht in unserer Hand. Genau. Aber wir versuchen natürlich unser... Symbolara. Unser Bestes. Yes. Und wir haben ja mit dem Set wieder ein richtig schönes Set. Ne? Neue Booster endlich. Beste Energie aus dem Set, by the way. Was macht die? Du kannst zwei Karten ziehen, wenn du sie anlegst. Das ist natürlich eine nice Sache, ne? So, wir haben Sichlor. Oh, sehr schönes Artwork auch. Ein Nasgnet, Raupi und ein... oh, Luxra, ein Holo. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gezogen. Oh, die Pre-Release-Promo haben wir schon gesehen, aber sehr schönes Artwork, ey. Nice. Also die Holo-Karten auch wieder sehr cool. Pelippa auch ein nice Artwork bekommen. Und ja. Und ich sehe was Fullartiges. Und das ist ein... Sanaconda. Wow. Back-to-back-Opening Sanaconda quasi. Haben wir ja schon im letzten Opening gesehen. Aber nice, auf jeden Fall mal. Fängt schon mal gut an, ne? Mit einer Vorlade und einem Display ist auf jeden Fall mal gut, wenn man die auf jeden Fall mal zieht. Sehr nice, schauen wir mal. Ob wir vielleicht auch die zweite Shiny-Karte ziehen können hier irgendwo. Ne? Wir haben ja noch Galarmo Zinger im Set, was ja Shiny ist. Das werden wir auch noch handeln. Beziehungsweise schauen wir mal, wann wir das ziehen können. Goldfalter haben wir ja schon gezogen. Hier ist ein Flammenhalstuch. Sehr wohl. Goppel und ein Xerox. Nice. Xato und die coole Geraldine auch dabei. Xato. Nice. Nice Artwork. Very nice. So, schauen wir mal, ob wir hier noch weiter weit Gutes pullen können. Wir haben Smogmog, Bamon, Shinux, ein Kryburg. Sehr wackes Artwork. Und das gute Relaxo. Auch hier wieder chillig. Ich wollte schon sagen unter Palmen, aber es sind keine Palmen. Und Ausrüstungsentsorger. Auch eine sehr gute Karte, haben wir auch schon drüber geredet. Man kann wieder zwei Ausrüstungen ablegen und nächster Hit. Schon wieder ein Zwolok, schon wieder Upside Down. Nice. Ein gute Zwolok. Einmal mit weiche Wolle. Huch, oh, ein bisschen laut. Willst du auch noch erklären oder einfach nur die Kamera? Haben wir doch schon mal. So, Leute, wir haben... kassiert 30 Damage weniger. Auch gar nicht. Ist okay. Hatte die eine V-Max? Ich glaube nicht, oder? Nee. Magma. Thanatora. Das wäre eine Giga-Dynamax. Stell dir mal Giga-Dynamax Warlock vor. Das wäre irgendwie auch cool. Mit 400 KP. Und dann noch irgendwie 4 Rückzugskosten. Dann noch dicke Polster. Oh ja, Silenbrim ist auch nice. Schöne Holokarte. Oh. Nice. Geht auf jeden Fall mal weiter. Bis jetzt eigentlich ganz okay.
wird echt interessant zu sein. Haben wir, ich glaube, eine Rainbow, haben wir die letzten beiden Openings in Rainbow gezogen? Ja, ja. Sanir. Stimmt, die Sanir hatten wir in Rainbow gezogen, aber wir haben ja wieder jetzt mehr, viel mehr Rainbow-Karten im Set. Summer Center übrigens hier, die Themendeck-Promokarte. Mhm. Wir haben jetzt anstatt 4 VMAX in Rainbow, haben wir ja 7 VMAX in Rainbow und och, Rexley-Sachen, ja. Wieder 4 Supporter, jeweils eine Full Art und eine Rainbow-Version. Das heißt, es gibt auf jeden Fall wieder mehr zu ziehen. Weißt du, wie viele Secret Rares waren? Gold Secret Rares? Waren es, glaube ich, auch wieder 4 Stück. 4 und 11 Rainbows. Monte Carlo. Die haben wir auch noch nicht gezogen, glaube ich. Ist auch eine Pre-Release-Promo. Echt nice. Also die Holo-Karte sind auch wieder sehr, sehr schön. Wir haben auch schon die Kommentare gelesen, dass die Leute auch sehr, sehr gehypt auf das Set sind, weil mal echt wieder einige schöne Karten dabei sind, die einfach ein bisschen... Und Galapantifrost. Ein bisschen mehr auf Gen 8 nochmal eingehen, ne? Weil bis jetzt, guck mal, wir haben eigentlich nur Gen 8, na, außer dass Lux da gerade Gen 8 hit auf der Bank, was sehr, sehr nice ist. Schmerbe. Luturze, auch ein cooles Artwork. Fukano, ein Hyperheiler und ein Schlaraffel. Bronzong, Yarrow und... Ich wollte schon sagen, kein Boss, aber der Boss ist ja wieder eine Holo-Karte. Finde ich auch interessant, dass sie das jetzt echt so gemacht haben. Ne? Finde ich aber gut. Auf jeden Fall. Und da kommt man nicht so schnell an die Karten. Das ist immer... Beziehungsweise, man kommt schon dran, aber... Und, hier geht's direkt weiter. Und wir haben ein, Inteleon in Full Art. Nice, nice. Sehr nice. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Da ist der Hintergrund übelst nice, ne? Mhm. Auch richtig schön texturiert. Ah, die Full Art Karten sind wieder sehr, sehr cool. Und die gefällt mir auch besser als die Libello, muss ich sagen. Sehr schön, schon 2 Full Arts. Mega gut. Volnona. Und ein... Fermicula. Ein No-Hit, nee, kein Fermicula, wo denn? Ah doch, oh, hier ist ein... Diesmal aber keine Rare, immerhin. Immerhin, Leute, immerhin. So, wir haben Dusselgur, ein Iguana, Volteball, Sankabus, Garabon und ein Upside-Down-Legios. Da wollen wir auf jeden Fall noch die Fuller ziehen. Was macht die eigentlich nochmal? Allen deinen Pokémon, bei denen Legios im Namen gehört, werden durch Attacken deines Gegners 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Okay. Kann sich das stacken? Das wäre interessant. Kannst du 4 Legios, dann machst du einfach, hast du ein 60-Damage-Schild quasi. Wäre witzig. Okay, was bei dir ist also 4x20, 60. Okay. Nein, auf der Bank. Ja. Kann ja sein, dass es nicht selber zu sich selber nicht geht. Ja, whatever, Alter. Toxel, ein Knapfel, Galaflampion, Skoppel, Vulpix, Carpador. Sehr nice Artwork übrigens von dem Carpador. Und ein Galaflampivian. Hyperheiler, Sanya und ein Maskeregen. So, mal gucken. Können wir hier noch was Premium-mäßiges ziehen? Oh, Pixie, auch noch nicht gesehen. Geil, nice. Sehr schöne Holo-Karte. Oha. Wunderschön. Mega nice. Auch wieder mit anderen Pokémon noch so im Hintergrund. Mhm. Also haben sie sich echt wieder was Cooles bei ausgedacht, ja. Sehr schön. Schöne Holo-Karten, Leute. So, gehen wir mal weiter rein. Das Display geht schon wieder schnell zur Neige, ne? Toxel, auch ein nice Artwork. So. Lichtle, hier dann. Wenn es am meisten Spaß macht, dann. Ist es schnell vorbei, ne? Ein Welser, Akkub, Skuntank und nichts mehr. Dann gucken wir mal hier. Wir haben Banawatz und ein Deponitox. Leider hier auch wieder nichts. So, ich habe noch 5 Booster. 4. Schauen wir mal, was wir hier rausholen können noch. Oh, ein bisschen Slow Roll hier noch. Wir haben einen Pelzebub, Mebrana, Anziehungsnetz, ganz okay, Mabula, Electek, Natu, Kramokles, ein Bämon und Trombok. Oh, auch ein sehr mystisches Artwork irgendwie. Hätte, glaube ich, Unlicht besser zu gepasst zu dem Artwork, finde ich. Aber gut. Und du hast nochmal... Ein Upside-Down-Vulnona, nehme ich. Sehr nice. Die beste Karte aus dem Set. Genau, ist die beste Karte, falls ihr die Karte noch nicht kennt. Man kann mit 3 Energien hier mit der ersten Attacke alle Attacken vom Gegner kopieren. Das heißt, du kannst die X-Attacken mehrmals benutzen, quasi für 3 Energy. Und dadurch, dass du so viel Feuersupport im Moment hast, mit dem Schweißer und so weiter und so fort. Also der Schweißer kann ja 2 Energien in einem Zug anlegen und dann kannst du nochmal eine Energie sowieso anlegen. So, wo ist der Premium-Hit jetzt? Weiß ich nicht. Zwillingsenergie, Legios, Maskeregen, Fukano,
Bämon, ein Skoppel, Paragoni, Goldra, Loturzel und ein Voluminous. Nichts mehr in diesem Pack. Ja, ja, ja. Ah, ich bin schon gehypt auf 1000 Open. Einfach nur Booster fetzen, ohne auf irgendwas Acht zu geben. Einfach nur Ratsch, Ratsch, Ratsch. Raffel, Schneebedeck, Flammenhalstuch und ein Kapaloris. Kappa Kapaloris. So, die letzten vier Booster, Leute. Die letzten vier Booster aus diesem wunderschönen Display. Wir gucken, dass natürlich morgen auch wieder ein Video kommt. Es sollte morgen ein Video kommen. Spricht eigentlich nichts dagegen, dass morgen auch nochmal was zu Clash der Rebellen kommt. Luturzel, ein Fukano, Branawatz und ein Barakifa. Barakifa, genau. Das neue Knirrfisch war das, ne? Was so nervig war in... Bei weitem nicht. Das Ding ist unfassbar stark. Nevermind. Magma, Wingull und ein Pokusan. So. Bis jetzt, wobei, ich sag mal, ja, gut, 6 Hits, ne? Da kann noch, ich denke mal, ein Hit könnte noch drin sein. Müsste, sollte. Wäre, denke ich mal, eine gute Sache, wenn jetzt immer noch einer drin wäre, ne? So. Schauen wir mal, ob noch ein Premium-Hit rauskommt. Wobei, ich sag mal, wenn man das Voluna schon mal zieht und 2 Full Arts, ist okay. So, wir haben ein Akku. Durkles. Portrott. Fangenergie. Die gute Stuart. Akku. Pipi. Voltoball. Iguana. Nasgnet. Voltoball. Ein Wingull. Sankapo. Paragoni. Vulpix. Galaporenta bei mir. Primova. Und. Okay. Leider nichts mehr. Da ist der Average hier rausgegangen. Aber das ist, wie gesagt, okay. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ja, ob das man das jetzt auf dem Display quasi abziehen kann, weil. Nee, weil das nicht als Pre-Release-Kits gewesen. Genau, das sind jetzt Pre-Release-Kits gewesen, das ist ein Preisbooster gewesen, den man teilweise dazu bekommen hat. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, es ist trotzdem eigentlich ganz okay. Kann man relativ zufrieden sein. Ist nice. Zwei schöne Full-Art-Karten. Vulnona, die beste Karte aus dem Set. Schöne Holos gezogen. Wir freuen uns auf das Set. Also ich bin maximal gehypt, dass es jetzt endlich losgeht. Endlich nicht mehr nur Schwert und Schild und die schönen neuen Karten-Styles jetzt haben. Wie gesagt, Leute, checkt gerne alles ab, was in der Beschreibung verlinkt ist, würde ich einfach mal so sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Clash der Rebellen-Video. Yeah. Hoffentlich. Und ja, dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.